dann geht's los. Juhu, die Saison startet richtig. Herzlich willkommen zur Folge 22 bei Bienen Farm Vlog. Bloß mit Bienen. Ja, mit Bienen ist im Moment gerade nicht so viel. Wir haben heute schon den 7. April und es regnet die ganze Woche über. Ich habe in der Werkstatt im Moment gerade nichts mehr zu tun, was mit Imkerei zu tun hat und warte praktisch darauf, dass das Wetter besser wird. Jetzt wird ganz, ganz viel passieren in den nächsten Tagen. Ihr seid dabei. Ich wollte euch aber schon mal rechtzeitig begrüßen, dass wir dann auch einfach starten können. Aber naja, wir hatten gute 50 Liter in den letzten Tagen. Schaut euch das mal an. Nicht schön, aber es wird besser und dann wird viel passieren. Ihr seid dabei. Also bis gleich. Es ist mal wieder soweit. Ich habe neue Schilder für die Patenschaftsvölker gestrichen. Und jetzt wollen wir nochmal eben gemeinsam mit dem Handy schauen, welche Völker von hier draußen wohin wandern. Ich markiere mir das irgendwie mit so einer Kreide. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht mehr so doll, dass das wieder wegspült bis Mitte der Woche. Aber das will ich auf jeden Fall schon mal erledigt haben. Dann muss ich gleich ganz viel Papiermüll wegbringen und nach dem Mittag bereiten wir die Patenschaftsvölker vor, also die Beuten, wo die Patenschaftsvölker reinkommen. Und ich glaube, die Ablegerkästen müssten dringend vorbereitet werden, damit ich jetzt nicht mehr ins Straucheln gerate, weil irgendwas nicht vorbereitet ist. So, ich bin fertig. Ich habe alle Völker durchgeschaut. Ich habe festgestellt, dass sogar noch die Markierung von der Futtergabe, also ich hatte mit Kreide markiert, wie oft ich noch Futter geben muss, letztes Jahr im Spätsommer. Die Markierungen sind noch zu sehen, also wird die Kreide jetzt auch nicht verschwinden. Hört ihr was? Ist so windig geworden. Genau. Falls das Wetter heute Nachmittag wieder erwarten gut werden sollte, kann es sein, dass wir uns noch mal ein paar Völker anschauen. Morgen soll aber der bessere Tag sein. Zwar kälter, aber dafür windstiller und sonniger. Naja, aber im Moment fliegen sie. Ja, es ist halber Nachmittag rum und es kommt irgendwie immer anders und vor allem als man denkt. Ich war gerade noch los und habe zwei Wandergruppen durchgeschaut, beziehungsweise die Völker, die Wandergruppen bilden sollen. Das ist, glaube ich, jeweils ein Volk, was eigentlich zur anderen Gruppe gehört. Ist ein bisschen schief gelaufen. Ja, ich habe sie durchgeschaut, weil das Wetter sich spontan dazu entschlossen hat, heute nicht mehr zu regnen. Und das sind Standorte gewesen in einer Kuhle, die außenrum aber auch einen niedrigen Baumstand hat, so dass es gut windgeschützt ist. Die Bienen waren dort am Fliegen, anders als hier jetzt. Wartet mal. Hier fliegen die Bienen im Moment gerade nicht. Da war es aber so schön warm und windgeschützt, dass die Bienen gut am Fliegen waren. Ich habe euch nicht mitgenommen, weil ich ziemlich unter Zeitdruck stand. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Gedanke auch
gut war, denn ich war gerade fertig. Da hat es sich zugezogen und wurde richtig stürmisch. Wir haben ja jetzt ab ungefähr 16 Uhr richtig Sturmböen wieder angesagt. Ja, und das wollte ich halt vorher eben einmal abgeschlossen haben. Den Völkern geht es soweit gut. Der Großteil hat Honigräume bekommen. Alle Völker, die in den Raps gehen, haben definitiv einen Honigraum bekommen. Ich hatte nicht ganz genug dabei. Die Völker, die in die Obstblüte gehen, da habe ich das einfach nochmal, naja, ein Tickchen aufgeschoben. Ja, und dann machen wir jetzt gleich zusammen das, was wir eigentlich machen wollten. So, ich bin jetzt hier erstmal soweit fertig mit Umräumen. Ich kann euch das natürlich nicht zeigen, denn da hängen die Namen von den Patenvölkern. Und wie gesagt, die Namen sind oftmals die Familiennamen der Leute. Und die möchte ich einfach nicht öffentlich zeigen. Dafür habe ich euch ja extra Annabella gemacht. Irgendwer hat, glaube ich, schon den Hashtag Annabella ins Leben gerufen. Es stürmt. Ja, also ich finde es cool, wenn ihr den Hashtag Annabella verwendet. Genau, morgen werden wir noch die Ablegerkästen vorbereiten. Ich muss mir aber heute Nacht nochmal Gedanken machen, wie genau ich das vorhabe. Denn ich habe praktisch keine Futterwaben. Dieses Jahr oder letztes Jahr war ja so, dass die Bienen relativ schlecht die Mittelwände ausgebaut haben, wodurch sie das, was sie eingelagert haben, auch schon wieder verbraucht haben und ich keine Futterwaben ernten konnte. Ja, ich muss mir mal was einfallen lassen, denn Flüssigfüttern ist keine Option. Ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, wie ich Futterteig geben könnte oder welche Varianten mir noch so einfallen, die ich machen könnte. Und das allergrößte Problem, die Ablegerkästen sind alle voll mit Rähmchen. Ich habe keine Ahnung, wo ich damit hin will, mit den ganzen Rähmchen. Wir werden sehen. Morgen kontrollieren wir auf jeden Fall die anderen Völker noch. Alle die hier stehen. Morgen soll der Sturm weg sein. Es soll sonnig sein. Zwar ein Tickchen kälter, aber ich denke, das ist trotzdem in Ordnung. Und vielleicht wandern wir Montagmorgen schon mit dem ersten Volk. Ein Volk kommt nämlich an einen zukünftigen Ablegerstand. Ja, genau. Also eigentlich hätte ich da gerne mehr Wirtschaftsvölker stehen, aber ich habe keine. Ich habe nicht genug Völker, das ist das Standardproblem. Ja, genau. Wir machen den Anhänger schon mal bereit mit den Sachen, die wir zum Aufbau der Bienenstände brauchen. Das machen wir jetzt noch und dann ist Feierabend. Ist noch nicht Feierabend, fällt mir gerade ein. Ihr müsst noch mit rein. Wir müssen noch gemeinsam das Stockbuch machen. Das wollten wir doch. So, ich habe jetzt hier die Balken aufgeladen und die Steine. Das sind noch irgendwelche alten Steine, die hatte ich noch liegen. Eigentlich arbeite ich gerne mit denen. Ja, das ist, was man so braucht. Jetzt noch sichern und Feierabend. Wenn man fertig ist mit der Arbeit am Bienenvolk, dann ist natürlich noch ein bisschen Papierkram zu erledigen.
Ich schreibe mir ja immer ein paar Dinge auf, das hatte ich ja neulich schon gesagt. Und ich dachte, ich mache das jetzt einmal mit euch zusammen. Ihr habt die Völker natürlich nicht gesehen. Vielleicht machen wir es morgen einfach nochmal, dass ihr die Völker auch gesehen habt und dann wisst, alles klar, wenn die Völker so aussehen, dann schreibt Johannes das so auf. Genau, deswegen würde ich vielleicht heute oder jetzt gerade mal eben nicht so viel dazu sagen und erzählt morgen einfach ein bisschen mehr. Also Musik an, ihr schaut zu und dann. Ach so, vorher. Ich habe lange Zeit gebraucht, um rauszufinden, wie ich das notiere. Ich bin angefangen mit so mit diesen typischen Zetteln. Die waren mir aber immer viel zu groß und dann lagen sie irgendwo rum. Oder man hatte sie so lose mit und sie wehten weg und das war irgendwie ganz grauenvoll. Dann bin ich dazu übergegangen und habe mir hier so ein Tagebuch gemacht. Und hatte da halt das Tagebuch, die Völker und meine Stände. Bei Tagebuch habe ich mir aufgeschrieben, ich war am, keine Ahnung, 23.04. In der Obstplantage und habe Ableger gebildet. Irgendwie so. Meine Völker habe ich das, was ich jetzt heutzutage auch noch aufschreibe. Das wird halt relativ detailliert gemacht, war aber von der Übersichtlichkeit nicht so super. Ich zeige euch gleich nochmal, wie es da aussah. Und bei meinen Ständen, da bin ich rumgegangen und habe mir aufgeschrieben, was an den Ständen so blüht. Und ich habe hier ganz hinten so eine Kartei angelegt, alphabetisch sortiert mit Blühpflanzen. Zum Beispiel haben wir hier ja, A, Apfel. Apfel ist heimisch, blüht von April bis Juni, hat Nektar 4 und Pollen 4. Also, so habe ich das aufgeschrieben. Genau. Irgendwann war mir das aber zu blöd mit diesem komischen Ringordner. Und da irgendwie konnte ich dafür keinen Tacker, kein Locher finden. Und dann bin ich übergegangen zu dem aktuellen. Ich hoffe, ihr seht jetzt was. Genau, das ist das Aktuelle. Das mache ich jetzt so. Dieses Heft ist entweder im Auto dabei oder ich lasse es hier zu Hause. Ich habe dieses alte Handy, das ist mein Imkerei-Handy. Das macht ja halbwegs brauchbare Fotos, aber der Rest funktioniert eigentlich gar nicht mehr so super. Aber ich habe hier drauf WhatsApp. Wenn ich jetzt aber mit Propolisfingern hier anfasse, dann ist das gar nicht so schlimm. Ich kann das halt einfach dann nachher wieder abwaschen, beziehungsweise es ist nicht mein Alltagshandy. Und ich habe mich selbst mit meinem anderen Handy per WhatsApp und kann einfach entweder eine Sprachnachricht oder halt einfach so aufgeschrieben die Informationen übermitteln, die ich, naja, aufschreiben möchte. Und in diesem Fall wäre das zum Beispiel Volk 2. Ah, guck mal, wenn wir da gerade sind, das sind die alten Zettel. Hier war der Nachteil, ich dachte, es wäre schön mit so einem tollen Hintergrund, aber der tolle Hintergrund macht das Ganze eher unleslich. Und deswegen bin ich dann ja auf diese Zettel umgestiegen. Die hatte ich euch ja schon gezeigt. So, aber wir müssen zu Volk 2. Und bei Volk 2 habe ich mir am Handy aufgeschrieben, dass das Volk sehr stark ist und dass es den Honigraum 26 bekommen hat. Das schreibe ich jetzt hier auch auf mit dem aktuellen Datum. 9. April, 9.04.22. Brut war okay, habe ich gesehen. Futter war okay, sonst hätte ich mir das notiert. Und ich habe eine Kontrolle gemacht und habe Honigraum 26 gegeben.
Starkes Volk. Genau. So schreibe ich das auf für alle Völker jetzt, die ich heute durchgeguckt habe. Und dann, ja, ist für heute Feierabend. Ihr hört's, das Wetter ist heute einfach Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie nicht in Erinnerung, dass ich jemals einen April hatte, in dem es so viel gehagelt hat. Oder überhaupt einen Zeitraum, in dem ich erlebt habe, dass es so viel gehagelt hat wie im Moment. Also eigentlich hagelt das täglich mehrfach. Ja, also das Wetter ist nicht so geworden, wie der Wetterbericht gesagt hat. Also gut, dass ich gestern spontan mich entschieden habe, zu den Bienen zu fahren und dort immerhin schon mal durchzugucken. Ja, statt Sonnenschein, beziehungsweise gestern hatten wir statt Regen Sonnenschein, heute haben wir statt Sonnenschein Hagelschauer und Regenschauer und Gittigitt. Ist aber nicht schlimm, wir haben ja genug zu tun. Ich sitze hier gerade und bereite meine Ablegerkästen vor. Und zwar habe ich ja dieses Jahr die Problematik, dass ich nicht ausreichend Futterwaben habe, beziehungsweise eigentlich überhaupt keine. Und die paar Futterwaben, die ich jetzt noch habe, möchte ich erstmal zurückhalten, bis tatsächlich Raps und Obstblüte, naja, wirklich in Vollblüte da sind, sodass die Bienen Nektar gesammelt haben, um auch mal über eine kältere Phase hinwegzukommen. Aber ja, ich habe gestern schon gesehen, es gibt die ersten Ansätze von Spielnäpfchen und Weiselzellen. Es war noch nichts bestiftet, aber es bedeutet, dass wir da auf jeden Fall darauf achten müssten und vorbereitet sein müssen, dass wir im Zweifel auch Ableger bilden können. Denn Ableger bilden verhindert oder reduziert auf jeden Fall den Schwarmtrieb. Deshalb sitze ich hier gerade an meinen Ablegerkästen. So, schaut mal nach unten. Und zwar habe ich ja verschiedene. Ich habe diese doppelten. Da sind zwei kleine Kammern nebeneinander. Hier ist das Brett in der Mitte praktisch. Zwei Kammern nebeneinander und ich habe diese einzelnen. Alle sind so ungefähr für 6 Waben ausgelegt. Pi mal Daumen. Jetzt ist es so, dass ich ja irgendwie Futterversorgung sicherstellen muss und ich habe mich entschieden, dass ich die Futtertaschen einhängen möchte, da ja keine Futterwaben zur Verfügung stehen. Und damit kann ich natürlich später flüssig füttern, wenn eine Königin im Volk sein sollte und das Volk sich gut selbst verteidigen könnte. Vorher kann ich aber auf jeden Fall mit Futterteig da drin gut füttern. Da kann ich irgendwie unten was reinstellen, sodass der Futterteig auch schön hier oben liegt oder ich kann ihn hier so rüberhängen lassen. Der Plan ist wie folgt. Meine Erfahrung ist, Ableger kann man wunderbar mit andere Richtung. Kann man wunderbar hier mit einem Anfangsstreifen erweitern, denn deren Hauptaufgabe ist nicht mehr Drohnenbrut anzulegen und sich zu vermehren, sondern das Volk einfach zu vergrößern. Die kommen wunderbar damit klar, wenn man also so einen Anfangsstreifen da reinsetzt.
Ihr müsst euch vorstellen, da ist später vorne. Hier an dieser Stelle wird ungefähr das Flugloch sein. Ich bilde Ableger in der Regel mit zwei Brutwaben. Das bedeutet, diese beiden Waben wandern in ein oder halt in zwei Völker, wo ich Brutwaben entnommen habe. Also, das hier sind dann komplette Mittelwände. Denn aus Erfahrung weiß man ja, dass Wirtschaftsvölker, wenn man denen, naja, nur Anfangsstreifen gibt, doch relativ viel Drohnenbrut anlegen. Die Drohnenbrut wollen wir aber ja gerne auf dem Drohnenriemchen haben. Damit wir sie ausschneiden können, beziehungsweise dass wir halt einen Ort haben, wo wir nach Drohnenbrut und meistens ja auch nach Weißelzellen suchen können. Genau. Deshalb sind hier vorne, wo später der Einflugsbereich ist, die Brutwaben, denn Brut, dort sitzen die Bienen, das wird verteidigt. Hänge ich hier eine Futterwabe hin, ist die Verteidigung für die Bienen schwieriger. Also, hier kommen die Brutwaben rein, diese beiden Waben sind jetzt praktisch die Platzhalter dafür, für diese Brutwaben, und wandern dann beim Entnehmen aus dem Wirtschaftsvolk zurück ins Wirtschaftsvolk. Ein Riemchen zum Ausbauen. Hier ist die Futtertasche und hier ist jetzt ein Trennsheet drin, das ist einfach nur dafür da, dass hier in der Zarge nichts umherrutscht. So sieht es aus bei den einfachen. Upsala, ihr habt euch irgendwie verhakt. Und bei den doppelten ist das Prinzip ganz ähnlich. Da ist das Flugloch auch hier vorne. Hier kommen dann wieder die Brutwaben rein. Da sind die vollen Mittelwände. Hier kommt ein Anfangsstreifen. Der ist jetzt hier ein bisschen breiter, der Anfangsstreifen. Das macht nichts. Dann eine Futtertasche. Und dahinter ist noch eine, noch eine Riemchen mit als Platzhalter. Da ist ein Trennsheet für zu klein. Jetzt ist mir hier aufgefallen, irgendwie fallen die Riemchen da durch. Deswegen bin ich hier gerade am Nachleimen und leime hier so eine kleine Kante noch an, da unten drunter. Also die Riemchen halten, nur die Futtertasche fällt immer durch. Und wenn die immer mit ihrem Gewicht nachher unten auf dem Drahtgitter steht, ist das doof. Genau. So geht's jetzt gleich weiter. Wir machen da nochmal das Gleiche, da muss das noch eingebaut werden. Es hagelt schon wieder. Und dann, kommen die anderen 15 Stück dran. Wenn es trocken ist, stelle ich euch irgendwo auf, dass ihr zuschauen könnt. Im Moment überlebt ihr das sonst nicht. Und da ihr schon so ramponiert seid, lassen wir das mal lieber. Irgendwann gibt es eine neue Kamera. Die Sonne ist wieder rausgekommen. Ich bin jetzt aber fast fertig mit den Ablegekästen. Einen kann ich noch machen, wenn ich die Futterzarge da hinten rausgeholt habe. Oder die Futtertasche. Ein paar Ablegerkästen brauchen jetzt noch ein bisschen Unterstützung. Jetzt kann ich euch dazu holen. Hier hat sich's übrigens ein bisschen verändert. Wieder mal. Da sind jetzt die Riemchen. Könnt ihr stehen? So. Da sind jetzt die Riemchen drin, die vorher in den Ablegerkästen waren. Die Ablegerkästen sind jetzt soweit vorbereitet. Ein paar meiner letzten vollen Mittelwände, die ich dann noch zur Verfügung habe, stehen hier. Und wir arbeiten jetzt aber da dran. Mal schauen. So. Ich glaube, ihr seht alles. Also wie gesagt, ich bereite das jetzt nur vor mit diesen Leisten hier dran.
weil die Futtertaschen durchfallen. Die Riemchen haben damit überhaupt kein Problem. Das ist sogar sehr gut, weil die nicht so doll dicht geschmiert werden. Ja, aber die Futtertaschen fallen halt durch. Und die brauche ich dieses Jahr. Schlecht gewesen. So, zwischendurch sind die Taganer leer geworden, wie soll es auch anders sein. Aber die Sonne scheint. Herrlich. Die ersten Bienchen schauen auch schon raus, aber so ganz viel ist hier tatsächlich noch nicht los. Was hört. Ihr habt gesehen, die Bienen fliegen. Die Sonne scheint, aber dort hinten wird es richtig, richtig dunkel. Uha, ich weiß auch nicht, ob es heute klappt. Ansonsten halt morgen, ne? Genau, seit gestern habe ich die Stockwagen auch endlich ans Internet und ans Strom angeschlossen. Es funktioniert bislang aber noch nicht. Wir lassen uns mal überraschen, ob es jetzt irgendwann anfängt zu funktionieren oder halt eben nicht. Ihr habt es gesehen, der Lärchensporn blüht, der Schauerskraut blüht. Und die Bienen fliegen. Zwölf Grad haben wir heute. Zwischendurch ist die Sonne mal für ein paar Minuten weg, aber die Bienen stört es nicht, also stört mich das jetzt auch nicht. Ich bereite alles vor, beziehungsweise ich habe noch fast alles im Auto. Und dann schauen wir hier die Völker durch, bereiten alles vor für die Wanderung, setzen die Honigräume rauf.
So, kurzer Zwischenbericht, beziehungsweise vielleicht sogar schon Endbericht. Die zweite Reihe habe ich ja jetzt durchgeschaut, ihr wart ja dabei. Und ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass die Völker alle unterschiedlich sind. Ein paar Völker haben schon so viel Futter gesammelt wieder oder so viel Nektar gesammelt, dass sie einen Honigraum haben und sind auch sehr gut im Brut, weshalb ein Honigraum drauf muss, dass das Brutnest nicht anfängt zu verhonigen. Und das Volk ganz rechts zum Beispiel hat statt auf, sieben Wabenbrut, hat das halt nur auf zweieinhalb Wabenbrut, also insgesamt so ungefähr 14 Achtel. Eine Wabe hat ja immer 16 Achtel Brut, also es ist sehr, sehr wenig. Da kommt natürlich kein Honigraum drauf, auch wenn das Volk mit in den Raps geht. Das geht dann halt zur Kur dahin. Das hat auch noch ein mini bisschen Futter oben in der Futterzeile. Ich habe die jetzt drauf stehen gelassen. Können die ausschlecken. Und dann, in 2 Wochen oder so kommt dann der Honigraum da drauf, wenn die auch so weit sind. Und das Volk mit Annabella, das habe ich jetzt nicht gemacht, denn da ist auch noch eine Seite voll Futter. Und da das Volk hier bleibt, weil es eins der Zuchtvölker ist, behandle ich das jetzt nicht, weil das kann hier bleiben. Es ist Dienstag. Ich habe gestern Abend noch das zweite Volk von links hier in der vorderen Reihe durchgetauscht mit einem anderen Volk. Also hier steht jetzt ein neues Volk und das Volk, was vorher da stand, steht an einem anderen Standort. Und ihr habt es gerade gesehen, dieser riesen Müllhaufen hatte einen Grund. Ich habe noch kurz vor der Wanderung Spielzeug gekauft. Das Spielzeug, was jeder Imker, glaube ich, haben sollte. Ich probiere das heute aus, ob das tatsächlich so ist. Aber vorher haben wir hier noch ein Problem. Das passt da nicht rein. Und das passt aber auch nicht auf der Seite rein. Und diese Seite ist eh irgendwie ganz anders als diese Seite. Da muss ich jetzt mal bei und mal schauen, wo da die Problematik ist. Und weil ich etwas unter Zeitdruck stehe, mache ich euch jetzt mal aus, damit wir heute auf jeden Fall noch wandern können. Also, bis später. So, ihr seht, die Karre steht jetzt hier drin. Das hat leider einen traurigen Grund. Sie funktioniert nicht so, wie sie funktionieren soll. Ich hatte ja erst schon erzählt, das mit dem Rad passt nicht so richtig. Das Rad will nicht richtig reingeschoben werden. Das haben wir hinbekommen. Da war so ein kleiner Schweißpickel. Scheinbar muss in dem anderen Teil auch noch einer drin sein, weil jetzt passt das eine Rad zwar auf der einen Seite, aber nicht auf der anderen Seite. Und dieses Rad hier auf dieser Seite, das passt auf beiden Seiten. Also muss ich noch im Auge behalten, aber diese ganze Seite hinten, diese ganze Radaufhängung, die ist leicht schief, weil es hier oben schief zusammengeschweißt worden ist. Irgendwie habe ich ein Montagsmodell erwischt, oder sie sind halt immer so schlecht. Also ich werde da nochmal Kontakt mit der Firma aufnehmen, um zu gucken, ob es da nicht eine Lösung geben könnte. Ja. Das bedeutet aber für euch, oder bedeutet, ich nehme diese Wanderkarre heute nicht mit zum Wandern, weshalb wiederum Leute zum Helfen mit müssen, beziehungsweise mein Vater kommt mit und fest mit an, so wie sonst auch immer, aber Familie kommt nicht ins Internet, sprich, ich zeige euch nachher, wie es aussieht, wenn wir das fertig geladen haben, ich kann euch zeigen, wie es aussieht, wenn die Kästen fertig ausgeladen sind. Aber während des Ausladens filmen geht halt nicht, weil ich nicht alleine im Bild bin, sondern andere Leute dabei sind. Ja, genau. Wir essen jetzt zu Abend. Und dann geht's los. Juhu, die Saison startet richtig. Mittwoch, 13. April. Ihr habt es gemerkt, ich habe letzte Nacht nicht mehr gefilmt. Es ist leider viel später geworden als gedacht.
Also, ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter war, aber bei uns war es so, dass es bis Sonntagabend relativ kalt noch war, immer so 10 Grad, Montag auch noch relativ schlecht und Dienstag, also gestern, wurde es dann schlagartig warm. Wir hatten gestern 16 Grad, glaube ich, und es wurde nachts auch nicht wieder kalt. Und heute haben wir zum Beispiel 22 Grad. Ich habe hier kurze Hose, T-Shirt. Ihr seht, es ist richtig warm geworden. Ja, und das ist halt der Grund gewesen, dass gestern Abend die Bienen tatsächlich noch bis Viertel vor 8 geflogen sind. Das bedeutete, um Viertel vor 8 konnten wir erst anfangen, die Schaumstoffstreifen in die Fluglöcher zu machen und die Völker zu verschließen und die Völker zu verladen. Dann hat es beim Verladen noch nicht so ganz geklappt, wie es klappen sollte. Und dann war auf einmal, war es auf einmal schon Viertel nach 8, als wir hier losgefahren sind. Und Sonnenuntergang war halt schon um Viertel vor 8. Also sind wir im Dunkeln schon losgefahren, oder in der blauen Stunde losgefahren, zum Ende der blauen Stunde angekommen, haben im letzten Tageslicht ganz schnell aufgebaut und ja, haben dann im Dunkeln die Völker aufgestellt und es war einfach nicht mehr hell genug, dort zu filmen, um euch irgendwas zu zeigen. Deshalb habe ich jetzt ein paar Fotos gemacht, das funktionierte noch. Die blende ich jetzt mal kurz ein. Aber keine Angst, ihr werdet das Wandern definitiv noch sehen. Wir werden dieses Jahr noch häufiger wandern. Spätestens in, vielleicht sogar schon im nächsten Vlog, wer weiß. Spätestens aber in 2 Wochen geht's los in die Obstblüte. Und da seid ihr natürlich dann auf jeden Fall dabei. Hier ist es eher luftiger geworden. Der Raps hat doch einige Völker geschluckt. Ja. Wie es weitergeht, was wir jetzt noch so machen, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen, dieses Video. Und ja, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.